Jo Freunde, ich bin immer noch in Fabrik Fatal, der dritten Welt von Donkey Kong 64 und jetzt geht's mal mit unserem kleinen Freund Diddy weiter. Denn auch er kann hier oben im R&D-Room noch was machen. Und zwar gleich hinter dieser Tür, wenn es mal wieder ordentlich krachen lässt. Oh yeah, der hat immer noch von allen Kongs das geilste Musikinstrument. So, was steht hier? 3124? 1342? 4231? Tja, was hat das zu bedeuten? Ganz einfach, in dieser Nummernreihenfolge muss ich hier diese Schalter drücken. Also nehme ich jetzt mal 1342. 1... 3... 4 und dann noch die 2 und dann könnt ihr euch eh denken, was passieren wird. Genau, es kommen wieder Gegner, die ich besiegen muss. So, ich weiß gar nicht mal, hinter welcher Tür die stärksten Gegner waren. So, hier haben wir schon mal zwei Robo-Hornissen. Oh, hier habe ich sogar wieder mal unendlich Munition, glaube ich. Genau, und unendlich Orangen. Wow. Hey, hier ist sogar noch ein... Aua! Hier ist ein Ballon! So, wartet mal. Hier sind sogar zwei Ballons! Ich werd bekloppt! Zwei Ballons für Diddy! Oder... Nee. Nee! Drei Ballons! Das sind drei Ballons für Diddy allein in dem Raum hier! Das ist ja übelst genial geil! So, die will ich aber auch... Die würde ich aber auch gerne bitte treffen. Hallo? Komm schon, Diddy, sei brav, hol dir deine Bananen, hol dir deine Bananas. Ja, so, und da haben wir noch eine. Ey, drei Ballons, ist kein Wunder, dass dir noch so viele Bananen gefehlt haben. Ich habe mich schon am Ende des letzten Parts gewundert, warum der noch so wenig Bananen hatte. So, komm. Oh, komm, triff doch mal. Jetzt aber. So, aber ihm fehlt scheinbar immer noch was. So, komm. Und geh kaputt. So, achso, hier ist ja noch eines. In diesen Viechern. So, jetzt aber. Und weg. So. Gut. 1, 3, 4, 2 hatte ich jetzt gerade. Jetzt nehme ich mal 4, 2, 3, 1. Also die mittlere Tür nehme ich zum Schluss. 4, 2, 3 und noch die 1. So, was haben wir jetzt für Gegner? 2 von diesen Robo-Krokos. Die haben ja überhaupt keine Chance. Die Explosionswucht von meinen Orangengranaten. Das war's auch schon wieder. So, und zuletzt noch die mittlere Tür. 3, 1, 2, 4. Ja, man sollte aber auch treffen. So. Ey, der arme Diddy muss echt solche Kopfschmerzen schon haben, wenn er da hier ständig seinen Kopf gegen diese Schalter rammt. So, ein letztes Mal noch. Ich glaube, diesmal sind es... Oh ja, jetzt sind es... Böse Würfel und ein Dominostein. Ich habe ja solche Angst. So, friss meine Orange oder stirb einfach so. So. Kommst du wohl her. So, und du gehst auch noch flöten. Und das war's auch schon. Überhaupt nicht schwer und dafür gibt's eine goldene Banane. Oh, Banana. Ganz genau. Also her damit. So, das war auch schon die letzte reguläre Banane für Diddy. Auch von ihm muss ich noch die Blaupause abgeben. So, kann jetzt hier eigentlich noch irgendein anderer Kong was machen? So, ne, hier war ja da unten dann ein Minispiel für Diddy. Das habe ich aber eh schon gewonnen. Da oben war für Chunky. Lanky hat hier auch schon. Und Tiny hat ihr Rennen gewonnen. Ich glaube, hier oben gibt es nichts mehr. Aber ich frage mich nur, wo bitte ist für ihn noch ein Ballon? Ich glaube, ich gehe mal lieber... Warte, hä? Hier sind ja... Was zum...
Hier sind ganz viele blaue Münzen für Lanky? Okay. Das muss ich mal ändern. Die muss ich mir auf jeden Fall holen. Das sieht nämlich sonst scheiße aus, wenn ihr das Geld nur auf der Straße rumliegt, ne? So, also. Wow, der hat ja auch schon so viel Geld. So. Ja, Moment. Nein, 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 nein. Die eine will ich noch haben. Sonst sieht es genauso blöd aus. So, runter mit dir. So, genau, jetzt bin ich wieder hier, bei diesem riesigen Turm aus Würfeln und Baustein. So, Tiny hat ja hier so ein kleines Minispielchen gemacht, hier war dann noch ein Bonusfass für Lanky. Also entweder hat Didi noch wo einen Ballon oder ihm fehlen noch zwei Fünfer Stauden, weil 10 einzelne Bananen ist ja eher selten. Das war jetzt nur gerade mal eine Ausnahme, vielleicht bei Chunky gerade. So... Dann gab es ja hier immer noch diesen, genau, hier ist ja die 5. Aber die andere 5, die ist, bei diesen Automaten. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal mit Donkey hin, ne? So, weil dem fehlt ja immer noch eine reguläre goldene Banane und die kann er genau dort gewinnen. Und das war ein richtig mieses und übles, saumäßig schweres Minispiel. So sehe ich jedenfalls. So, und zack. So, ich weiß gar nicht, wo ich da, wie ich da hingekommen bin, aber ich glaube, da musste ich hier einfach mal abbiegen. So. Oder? Nee, Quatsch, hier geht's doch zu Snide. Hä? Kapier ich gerade nicht. Hier geht's doch zu Snide, unserem Wieselfreund. War denn das nochmal? Das war irgendwo versteckt. Naja, versteckt oder am Hintern geleckt. So, wartet mal. Ich probiere mal was aus. Also ich muss mich sowieso ein bisschen umsehen und wieder mal orientieren hier. So, hier geht's ja zu Cranky und eh schon wissen, zu... Hier? Ja, es kann auch nicht hier gewesen sein. Hier geht's doch nur zurück. Ich glaube, hier war dann... hier war doch der Maschinenraum. Ne, hier war dann nicht. Also hier war das dann nicht. Ich glaube, das war hier... War das hier? Aber hier geht's doch auch in den großen Raum, oder nicht? Außer... Aua! Nein, aua! Hörst du wohl auf? Au, lass mich in Ruhe! Blöder Grobian, ey. Gewalt ist keine Lösung. Oh, hier ist noch eine Bananenspur für Didi. Und da drüben ist noch ein Bonusfass für Chunky. Ah, na eben, hier ist der Automat. So, und da oben ist sogar noch was für Tiny. So, der fehlt ja auch noch eine reguläre Banane. Aber jetzt passt mal auf, was das hier ist. Guckt es euch genau an. Das ist ein Donkey Kong Arcade-Spielautomat. Das war das, glaube ich, allererste Donkey Kong-Spiel, was es gegeben hat. Das erschien nicht mal wirklich für eine richtige Nintendo-Konsole, sondern bei solchen Spielautomaten, die es in Spielhallen gab. Ich weiß gar nicht, das allererste, ja, Donkey Kong. Und in diesem Fall bin ich aber nicht Donkey Kong, ich bin stecken geblieben. Toll, oder? Nee, doch nicht. Ach du meine Güte. Wow, wartet mal. So. Das klang jetzt gerade ein bisschen eigenartig. Wow, das ist sehr eigenartig gerade. Ich verstehe auch gerade gar nicht, warum es hier so komisch laggen tut. Okay. So, Freunde, ich glaube, ich mache hier mal ein Sicherheits-Safe-State und werde mal kurz die Aufnahme unterbrechen müssen. So, oh, Freunde, ja, ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt gewesen, warum das hier gerade so geleckt hat und ich musste sogar die FPS-Rate von Fraps von 30 auf 60 FPS erhöhen, damit es hier nicht, zu rucklern kommt. Und, das Üble an diesem Minispiel hier ist, dass ich hier eben als Mario, so wie damals im originalen Donkey Kong-Spiel, was glaube ich 1981 oder so rausgekommen ist, oder war das 1986? Irgendwann in den 80ern jedenfalls,
muss ich hier versuchen, als Mario, hier das Mädchen zu retten. Also das ist doch gar nicht mal Peach, ich glaube, die hieß Pauline oder so. Oh, Herz gebrochen. So. Ja, jetzt, läuft's hier... So, sicher Safe State, damit ich die Level nicht mal von vorne machen muss, das wäre sonst auch gemein. Ich war wie gesagt gerade eben verwirrt, weil ich... Das hatte ich noch nie auf dem Emulator, das scheint nur daran zu liegen, dass ich aufgenommen habe, also sorry dafür. Jetzt läuft's ja zum Glück wieder flüssig. So, ich muss hier jetzt mehrere Level abschließen, ohne zu sterben, denn ich habe sogar hier in diesem Fall nur ein einziges Extra-Leben. So, Donkey selber darf ich zum Beispiel auch nicht berühren. So, das Level habe ich auch geschafft. Ich glaube, es waren 4 Level oder so. So, genau. Der Level hier war auch ziemlich übel. So, hier geht es auch gar nicht mal darum, Punkte zu sammeln. Hier, so, Sicher Safe State. Hier muss ich... seht ihr, wie dumm man hier abstürzen kann? Was zum... Mario? Oh, verdammt. Das ist ja hier richtig... Oh, das ist hier richtig scheiße. Hey! Mann, das... Ja, nein, nicht mit mir. Oh, ist das übel. So, du kleines Scheißfeuer, geh mal da rüber. So, geh mal da drüben spielen. Ja, das ist hier ein echt beschissenes Minispiel. So, nein. So, lieber mache ich hier mehrere Sicherheits-Safe-States. Das habe ich im Originalspiel gehasst. Ich habe es... Ja. Ich habe es nicht nur... Aua! Mann, fick dich doch mal! Ich habe es nicht nur gehasst, ich habe es regelrecht verachtet, ja? Ich habe es verflucht, verdammt verachtet und was weiß ich noch alles. Weil das so übel ist. So. Nochmal gespeichert. Vor allem, ich muss das später nochmal schaffen. So. Wenn ich hier stehe, passiert mir nichts. So. Vollidiot. Schnell! Ah! Hehe, geschafft! Ja, sorry, Freunde, dass ich das hier machen muss, aber das geht mir gewaltigst auf den Zeiger! Ich hoffe, ihr versteht das und seid mir nicht böse deswegen, aber... So, das ist jetzt eh der letzte Level. Lieber nochmal speichern. Weil was ich hier so scheiß unfair finde, wenn ich selbst hier im vierten Level jetzt sterben sollte, muss ich alle anderen vorher nochmal machen. Und das sehe ich ehrlich gesagt echt nicht ein. Das finde ich von den Entwicklern echt gemein. So, wenn ich diese gelben Blöcke hier weggemacht habe, kommen wenigstens die Flammen nicht mehr rüber. So, die kann ich hier quasi jetzt dann einsperren. Ich muss aber drüber springen, weil sonst... So, mal lieber nochmal Secret Safe State. Ja, genau. Oder? Ich kann die Flammen auch verprügeln. So. Wenn ich nämlich nur drüber laufe, glaube ich, dann stürzt Mario ab. Das ist nicht gut. So. Vor allem, glaube ich, die Flammen kommen ziemlich schnell wieder. So. Hahaha, ha, ha. Ihr kriegt mich nicht. Ich habe es schon geschafft. Und das war's. Jetzt gibt's auf den Kopf. Und Absturz. Gehirnerschütterung. Ja, so schön. Ich hab's geschafft. Und was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich gar nicht. Das, hier kann man, glaube ich, irgendwie nur seinen Namen eingeben oder irgendwie so. Das kann man im Emulator leider nicht sehen. So, warte mal. Wo ist denn hier? Irgendwie. Mann. Oh, ah, jetzt. Puh. Das macht mir immer so Angst. Und jetzt. Golden Banana. So. Yeah. Gut, Freunde. Was ist denn jetzt? Kreisch! Na, aufgewärmt, was hältst du von einem einzigartigen Sonderpreis? Für nur 2 Münzen darfst du nochmal spielen. Du bist bescheuert, jetzt spiele ich nicht nochmal. Ich kann hier nämlich noch einen ganz besonderen Spezialpreis gewinnen, aber
den hole ich mir wohl lieber erst gegen Ende des Spiels, weil man den auch erst gegen Ende des Spiels wirklich braucht. Und so, hier ist noch eine 5er Staude für Didi und hier ist noch was für Tiny und auch noch ein kleines Fass und die Bananenspur. Ich glaube, dann hat Didi auch all seine Bananen. So. Also, sorry dafür, dass das hier gerade so ein bisschen verrückt abgelaufen ist. Ich hab's selber nicht gewusst, dass das passiert. Jetzt werde ich hier erstmal kurz quicksaven und die Aufnahme wieder umstellen auf 30 FPS, weil sonst werden mir meine Rohdateien zu groß. Also, bis gleich. So, jetzt passt wenigstens wieder alles. Also, sorry nochmal. Ich weiß echt nicht, warum das mit Fraps irgendwie so ist, dass das da laggt, wenn man zu wenig FPS eingestellt hat, weil sonst haben 30 eigentlich bei jedem Spiel immer genügt. So, na gut, so, genau, erstmal zu Didi wechseln, damit der seine allerletzten Bananen einsammeln kann. Aber hier haben wir gleich mal die 5er Staude und hier liegen jetzt noch die letzten 5 roten einfach so rum. So, hopp. Und die letzte. So, Leute, Didi ist hier, glaube ich, fertig, oder? So. Jupp, der muss nur noch seine Blaupause abgeben, dann ist Didi hier komplett fertig. So. Und hier. Okay, also Tiny, fehlen nur noch mit 10 Bananen, aber hier habe ich jetzt eh eine 5er Staude gesehen und ich glaube, irgendwo kommt die dann eh wieder raus. Wenn die hier so klein ist, dann müsste es das für sie auch gleich gewesen sein und dann habe ich es geschafft. So, mal kurz. Hep. So, also dann, Tiny, komm nochmal her. So. Fehlt dir jetzt eigentlich dann immer noch was, oder? Ja, da fehlt ja immer noch eine goldene Banane. Also eine reguläre, weil. Ach so, ja, die ist eh da oben für sie, na, dann war's das ja schon. Hui. So, jetzt muss ich mich nur noch beeilen, dass ich hier hochkomme, bevor mir die Kristallkokosnüsse ausgehen. So, schön hier vorbei. Also die Musik gefällt mir, wenn man so winzig ist. So, hier ist jetzt eine 5er Staude. So, und irgendwo ist hier hoffentlich jetzt noch die letzte, bitte. Und bitte, 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 bitte. Oh, das schaut nicht so gut aus. Oh je. So. Sie hat zwar ihre letzte goldene Banane, aber ihr fehlen immer noch 5 Bananen. Ihr fehlen noch 5 Bananen. Ich könnte durchdrehen. Wo sind die? Das ist ja nicht zu glauben. Wo fehlen ihr bitte noch 5 lila Bananen? Hm. Sehr eigenartig gerade. Äußerst ärgerlich. Ich dachte, sie würde da jetzt noch eine 5er Staude bekommen, aber hat sie leider nicht. Hier oben ist nichts. Hier ist nämlich nichts, gar nichts. Weniger als nichts. Hm, sehr eigenartig. Dann gehe ich aber mal wieder mit Chunky zurück, weil für den gab es ja dann noch ein Bonusfass. So, ich hoffe, das war jetzt kein allzu schlimmes Minispiel. So, einfach hier kaputt hauen und zack. So, hier gibt es noch mal ein bisschen Geld für unseren Dicken. So, jetzt haben wir aber richtig Kohle und das Bonusfass. Welcome to Bonus Stage. Alles oder nichts. Sammle alle Münzen und erreiche danach die Zielflagge. Okay, innerhalb von 60 Sekunden 6 Donkey-Münzen sammeln. Ich glaube auch immer irgendwie richtig abbiegen. So, warte mal. Ist hier was? Ja, hier ist ein Kremling, eine Sackgasse, aber mit einer Münze. Also diese Labyrinth-Minispiele gibt es in verschiedensten Variationen. Ich habe doch, glaube ich, schon mal wankende Wachen gemacht. So. Hier ist noch eine und dann müsste die letzte direkt vor der Ziellinie sein, hoffe ich. Das geht sich mit dem ersten Versuch super aus. Yep. Und hier ist das Finish. Well done. Well done. Na bitte, das war ja voll leicht. Sehr schön. Und letzte goldene Banane für Chunky.
So. Jetzt haben hier alle eine 4 stehen, also die brauchen nur noch mehr ihre Blaupausen abgeben. So, nochmal kurz gucken. 100. 100. 100. 100. 95. Also ich verstehe es nicht. Irgendwo müssen noch ein, entweder 5 einzelne lila Bananen für Tiny sein oder eine lila 5er Staude. Irgendwo muss Tiny was vergessen haben, aber ich weiß echt nicht mehr wo. Ich habe echt keine Ahnung wo. Jetzt muss ich hier echt noch suchen. Was ich ziemlich doof finde. So. Ja, du brauchst gar nicht so komisch kichern. Dir fehlen 5 Bananen. Das sieht einfach nur bescheuert aus. Aber wo können die sein? Wo können die sein? Da kommt auch immer nicht ein fettes Erdbeben. So, waren die da hinten? Nee, hier war ich doch eh mit Tiny. Yay. Genau hier. Und da. Nee, also hier sicher nicht. Kann gar nicht sein. Hier drin vielleicht? Nee. Äußerst dubios. Hier so. Moment mal, was war hier? Also hier, hier kann man reingucken bei dem. Oh, bei dem Grafikfehler kann man reingucken. Nee, ich meine, man kann hier reingucken. So. Toll, jetzt kann ich mich echt noch auf die Suche nach 5 popeligen lila Bananen begeben. Vielleicht waren die bei Snide? Das kann ja gar nicht sein. Ich glaube, hier war doch nur ein Ballon. So, hier? Gibt's hier Bananen? Nee. Leute, ich glaube, ich werde die Offscreen suchen, diese eine 5er Staude. Falls es wirklich eine 5er Staude ist, aber ich vermute es mal. Ich werde kurz schneiden und mit den anderen Kongs ihre Blaupausen abgeben, weil ich muss ja leider mit jedem Kong hier immer einzeln rein, also immer nacheinander. Also sehen wir uns gleich wieder. Bitte dranbleiben. Leute, ich habe Tinys letzte Bananen gefunden und die sind doch nochmal hier in diesem großen Maschinenraum. Und zwar dort drüben, da sind nicht nur lila Münzen, sondern die letzte 5er Staude. Das heißt, ich muss nur hier rüber fliegen und noch hier rüber fliegen und dann habe ich endlich alles. Juhu! Endlich! So, und jetzt seht euch das mal genau an. Jeder Kong hat hier alles. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch auf die Gesamtstatistik der Welt gehe, alle Kongs, dann ist Fabrik Fatal die erste Welt, die ich komplett abgeschlossen habe. 500 Bananen, alle Bananenmedaillen, die Kampfkrone, beide Bananenfilm fotografiert und 25 goldene Bananen. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Endboss hier. Aber den werde ich erst im nächsten Part machen. So, ich will jetzt eigentlich nur noch mehr. Da unten haben wir eh schon ein Troffenskopf-Portal. So, und rein mit uns! So, gleich nochmal ein Wechseln auf, keine Ahnung, vielleicht mal auf Chunky, dass der mal seine Grün abgeben kann, aber das mache ich auch erst später. Ich will nur mal wissen, wie viel. Ach, 200, das ist ja eh nichts. 200 nur. Dann wird hier Chunky mal 100 abgeben und, das alles aber, wie gesagt, im nächsten Part. Also freu dich schon mal wieder auf einen Endboss-Kampf. Und das ist für viele Leute wirklich einer der schwierigsten Endbosse in dem Spiel. Also der ist meiner Meinung nach der Bossgegner in der vierten Welt um einiges einfacher. Auch wenn der irgendwie nerviger ist. Aber der ist nicht so schwer zu besiegen wie der in der dritten Welt hier. So, aber gut. Wie gesagt, hier ist mal Schluss und im nächsten Part heißt es dann mal wieder Endboss-Time. Also freu dich auf den nächsten Part, Freunde. Tschüss!